meine Lieben. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute werden wir was Neues für die Kaninchen ausprobieren. Und hier seht ihr, wie ich das alles hier zurechtschneide. Das nennt sich Bok Choy und ist ein chinesischer Salat oder Kohlart. Auf jeden Fall sehr gut geeignet für die Kaninchen. Und da meine Kaninchen immer, wenn sie was Neues bekommen, nicht so begeistert sind, bin ich mal gespannt, wie ihnen diese Art von Gemüse schmeckt. Wie ich es mir schon gedacht habe, war die Milky jetzt nicht so begeistert. Sie ist auch nach vorne gekommen, hat sich das angeguckt, aber auf jeden Fall nicht wirklich gerne gefressen, aber das war zu erwarten, weil, wie gesagt, die beiden sind immer sehr, sehr, sehr mühsam, was das Futter angeht. Und jetzt gehen wir einfach mal rüber zum Max und hoffen auf ein besseres Ergebnis. Also, auf geht's zum Max! Also leider hat der Max das nicht mal richtig probieren wollen. Er hat es einmal ganz leicht angeknabbert und zack, da wusste er schon, das wird ihm nicht schmecken und er hat es dann auch liegen lassen und auch überhaupt nicht weiter gefressen. Die Milch hat wenigstens trotzdem mal ein Blatt hier und da probiert, aber der Max überhaupt nicht. Okay, jetzt weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Bok Choy werde ich auf jeden Fall nicht nochmal einkaufen. Eine kleine Beschäftigung für die Milky, damit sie aufhört, immer alles andere kaputt zu machen. Aber sie ist halt sturköpfig momentan und macht lieber alles andere kaputt, als das, was sie kaputt machen soll oder womit sie sich beschäftigen soll. Hier seht ihr einfach, wie sie hier rumsitzt und nichts macht. Jetzt sind die beiden erstmal im Garten und hoppeln herum. Das ist auch okay, dass die zusammen draußen sind. Der Max belästigt die Milky eigentlich gar nicht mehr so arg, nachdem die das erste Mal zugelassen worden sind. Also läuft echt gut. Im Garten dürfen die meisten zusammen hoppeln und dann laufen die auch hinterher, aber belästigen sich jetzt nicht großartig. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Könnt ihr euch noch an dieses kleine Kaninchenbaby erinnern? Jetzt schaut euch mal an, wie groß sie geworden ist. Oh mein Gott, und ist sie nicht hübsch? Ich habe gestern dieses Video bekommen und ich dachte, das muss ich mit euch teilen. Schaut euch mal an, wie hübsch sie geworden ist. Man denkt so, mit dem Fell, was sie hat, dass sie so eine kleine weiße Weste anhat. Das sieht so süß aus. Ich bin so verliebt und echt dankbar, dass die lieben Menschen mir dieses Video geschickt haben. Also die passen wirklich super gut auf die Kaninchenbabys auf. Und dieses hier hat es besonders gut, denn es darf zu Hause überall frei rumlaufen und hat auch noch einen ganz großen Garten, ganz für sich allein. Sehr schön, das freut mich. Interessante Video von diesem kleinen Kaninchenbaby, was ja jetzt gar nicht mehr so klein ist, aber ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Danke fürs Einschalten und bis ganz bald, ihr Lieben. Tschüss, eure Kaninchenbande.